Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokemaniac und heute habe ich euch ein neues Video hier mitgebracht auf diesem Kanal Pokemaniac. Genau, und wie ihr wisst, ich mache für euch alle möglichen Openings, die so zurzeit anstehen, alle möglichen aktuellen Boxen öffne ich für euch. Und heute habe ich wieder eine mitgebracht, die wir schon mal hier geöffnet haben auf diesem Kanal, aber ich dachte mir, warum nicht nochmal? Ist es vielleicht nicht ganz so pfiffig von mir, diese Box nochmal zu öffnen? Denn die erste Box, die wir hiervon geöffnet haben, von der Kangama GX Kollektion, war sowas von gut. Das war schon unglaublich. Also wirklich. Da waren die Puls so krass gut. Aber, naja, schaut es euch unbedingt an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Aber wir versuchen es tatsächlich nochmal mit einer Kangama GX Box und auch von dem gleichen Händler. Deswegen habe ich da tatsächlich nicht so große... So große Hoffnungen drin, dass wir hier noch wirklich was richtig Krasses rausziehen. Denn ja, wie gesagt, die erste Box war unglaublich genial. Die war echt krass. Und man kann, finde ich, ganz oft davon ausgehen, dass wenn man einmal so eine Box von einem Händler gekauft hat, zumindest wenn er dann nicht nochmal eine Nachlieferung bekommen hat, dass die anderen Boxen nicht so unglaublich krass sind dann. Wenn die vermutlich in der gleichen Charge produziert wurden und so weiter und so fort, kann man alles so hypothetisch sagen. So, hier haben wir das Inlay, sehr, sehr cool. Wir gucken uns noch einmal ganz kurz in den Klappentext an. Äußerste Vorsicht geboten, Kangama GX. Hier ist der Text und dort sehen wir auch, was wir hier drin erhalten in dieser Box. Und da ihr das jetzt sehen werdet, lesen wir es jetzt nicht vor, sondern zeigen es euch direkt. Hier. Und so, da ist das Kangama. Ich versuche das Kangama jetzt ganz feuchtig rauszuholen. Ich sehe, dass es tatsächlich im ganz guten Zustand momentan ist. Ob ich das jetzt auch so rauskriege, ist eine andere Frage. Mist. Ich hatte da mal irgendwann letztens so einen Trick gesehen, wodurch man es sehr leicht rauskriegt. Aber es ist mir irgendwie gelungen. Tatsächlich, der Zustand ist auch wirklich ganz gut. Ja, also oben so minimal vielleicht angedingt, aber es geht absolut klar. Zeige ich euch mal zuerst hier das Kangama GX. SM Promo Nummer 188, 180 KP. Spiralhieb, 20 Schadenspunkte und das aktive Pokémon des Gegners ist verwirrt. Für eine farblos. Wutstoß, 80 plus Schadenspunkte. Wenn das aktive Pokémon des Gegners verwirrt ist, fügt diese Attacke 80 weitere Schadenspunkte mehr zu. Ist natürlich nicht schlecht. Vor allem da Verwirrung auf jeden Fall bestehen bleibt beim gegnerischen Pokémon. Das ist echt nicht übel. Familienbund GX, 150 Schadenspunkte, zieht es dem gegnerischen Pokémon. Und man darf 5 Karten ziehen. Ist auch nicht übel, ist auch gut. Nur das Problem ist, dass man dann in der Runde nichts mehr eigentlich von den gezogenen Karten hat. So, was haben wir noch hier drin? Natürlich eine... Oh, das habe ich selten. Und das gefällt mir gerade, um ehrlich zu sein. Dann hat sich diese Kangama-Box doch gelohnt, meiner Meinung nach. Denn so eine krass Miscut XXL-Promo hatte ich bisher noch nicht. Tatsächlich. Genau, Kangama GX hier in Miscut. Jetzt kann man gucken. Ah, nee, sie ist tatsächlich Miscut einfach nur. Es gibt das auch noch, man kann sagen, Off-Centered. Off-Centered ist wiederum was anderes. Off-Centered ist, wenn das hier jetzt komplett gleich wäre, die Seiten, also wenn das so wäre wie eine normale Karte, wenn das so geschnitten wäre, hier hinten und hier vorne nur versetzt, das ist dann einfach off-centered. Das ist eigentlich cooler und eigentlich quasi nicht so häufig wie Miscut, aber Miscut XXL habe ich bisher auch noch nicht so oft gesehen. Zumindest nicht in der Form. Ist mir gar nicht aufgefallen, als ich die Box ausgewählt habe im Laden. Sehr gut. Genau, dann haben wir hier zwei Booster von Kräfte im Einklang. Natürlich finde ich das coolste Set, was so dabei ist gerade hier in dieser Box. Und eine Online-PTCGO-Codecard, die natürlich Kangama GX freischaltet. Wir haben einmal Echo des Donners mit Zeraora Pack Artwork, was ich auch mega cool finde. Weil Echo des Donners, finde ich, ist auch ein sehr cooles Set. Genau, genauso wie Kräfte im Einklang. Und Sonne, Mond, Stunde der Wächter ist nicht ganz so mein Fall mehr mittlerweile, da es einfach so in Massen geprintet wurde. Ich glaube, ich habe so unendlich viele Packs schon davon aufgemacht, dass das jetzt nicht mehr so was Besonderes ist, finde ich. Aber gut, deswegen starten wir direkt mit dem vielleicht für mich unspektakulärsten Pack.
Vielleicht für euch auch, weil ihr davon einfach bisher, glaube ich, fast am meisten hier gesehen habt. Davon habe ich echt jede Menge auch aufgemacht. Die coolsten Pulls, finde ich, die wir heute ziehen können, sind definitiv aus Echo des Donners das Sarah Aura Full Art oder aus Kräfte im Einklang natürlich irgendwie so ein Glurak und Reshiram GX Tech Team. Das wäre echt genial, wenn wir sowas ziehen würden. Aber mal sehen. Irgendeine GX hier in diesem Opening. Das ist so mein Ziel, theoretisch, für dieses Opening. Denn dann, finde ich, hat sich die Box immer schon direkt gelohnt, wenn man einen guten Pull so dabei hat. Und damit meine ich GX oder besser. Hauptsächlich, genau, jetzt muss ich hier so ein bisschen verschieben. Nehmen wir die Sachen so. Habe ich jetzt schon den Kartentrick gemacht? Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube nicht, aber wir werden sehen. Nass genäht von Mio Paragoni. Ich wollte schon fast sagen Pantimimi. Schwalbini, Weimar, eine Finsternis-Energie. Ultrigaria, ja, wir haben den Kartentrick gemacht. Mondscheinpodium, Maho. Die Reverse ist Rayquaza, das finde ich gut. Das ist schon mal ein nicht übler Pull. Stelle ich jetzt nicht im Background, aber eine Stern-Reverse und dann ist auch noch Rayquaza. Immer wieder gerne. Und die Sterne-Pack ist Morbites. Okay, Morbites ist jetzt wirklich nicht so cool. Da war definitiv das Rayquaza der bessere Pull. Leute, und nun kommen wir zu Zero Aura. Aus Echo des Donners. Echo des Donners mag ich auch echt gern. Sehr, sehr viele coole verschiedene Pokémon in dem Set. Auch zum Beispiel Lugia GX gibt es auch. Aber vielleicht sehen wir auch eine geniale Holo, denn es gibt richtig viele verschiedene Holos auch in dem Set. Pepek und... Ach, Gekaba war zuerst. Pepek und Merrill und Wampel. Lichtel. Kampfenergie. Zubiris. Marikek. Elektrokraft. Die ziehe ich im Moment irgendwie immer so in diesen einzelnen Packs, die ich so öffne. So, und wir haben hier Fleckmann als Reverse. Auch nicht so spektakulär. Und die Stern ist Knuddeluff. Oh, 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 Leute. Das wird hoffentlich keine rein schlechte Box. Will ich mal so formulieren. Hoffentlich wird eine, wo wir einen guten Pull rausziehen können. Bitte, bitte. Kommt Karte auch hier an die Seite. Aus dem Gardevoir für die Nara Packard Work. Mal sehen, was wir haben. Wir haben hier Krabi. Ach, Krabi. Krabox. Garnovel. Und Mirapla. Zubat. Smogon. Eine Psychoenergie. Grünsekundo. Schillock. Sehr cool, die Karte. Duflor. Die Ankommens sind irgendwie alle genial. Marshadow ist die Reverse, das ist nicht übel. Und die Stern ist Genesect. Also von den Reverse her ziehen wir ganz gute Sachen, aber sonst... Naja, jetzt kommen wir zum allerletzten Pack. Unsere ganzen Hoffnungen auf noch einen GX-Pull sind also folglich in diesem Reshiram und Glurak Pack Artwork. Ich weiß ja nicht, Leute. Ich weiß ja nicht. Mein Enthusiasmus hält sich in Grenzen. Gut, gerade auch hier an die Seite. So. Hier haben wir Schlupp. Also wenigstens eine Holo müsste ja eigentlich drin sein. Oder nicht, Leute? Krabi, Flamia haben wir gesehen. Tangela, Mirapla, eine Finsternis-Energie. Major-Bots-Strategie ist nicht übel. Elektromagnetisches Radar. Pi. Okay. Nebulak ist die Reverse. Und Leute, die letzte Stern. Oder hoffentlich Holo oder keine Ahnung was. Oh. Ja, das nenne ich eine nicht so coole Box. Aber ich muss sagen, von dem Kanda Kagengama bin ich begeistert. Das finde ich ganz nett. Ich würde vielleicht traurigerweise behaupten, dass das für mich der coolste Pull war. Tatsächlich die XXL, dass die jetzt so Misscut war. Denn sowas habe ich noch nicht in der Sammlung, glaube ich. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Die Kagengama-Karte ist auf jeden Fall cool. Schade, dass in dieser Box nichts Gutes drin war. Aber mir war das ja irgendwie schon so ein bisschen bewusst. Muss ich ja ganz ehrlich mal sagen. Euer Pokémoniac wünscht euch trotzdem viel Spaß bei den weiteren Openings, die noch so kommen. Man kann nicht immer so viel Glück haben.
wie ich so in letzter Zeit, war ich echt ziemlich zufrieden mit allem möglichen Puls. Deswegen, naja, jetzt ein, zwei Mal ein bisschen daneben gegriffen. Aber dann wird's wieder beim nächsten Mal. Euer Pokémaniac. Viel Spaß. Bis dann.